So, hallo Freunde der Autopflege, ich bin wieder in unserer Halle und in Kürze trifft der allererste Community-Besuch ein, das ist der Tim und ich habe mir eine kleine Überraschung vorbereitet, denn der Tim ist ja wie gesagt der allererste, der sich hier bei mir gemeldet hat und auch im Project X dabei ist und deswegen kriegt er eine kleine Willkommensüberraschung mit der Kerze drauf, weil das ist der erste, oh, ich höre es gerade. Ich glaube, er ist da. Dann gehen wir jetzt mal kurz rüber und schauen, ob das wirklich schon der Tim ist. So, ja, ich glaube, das ist schon der Tim. Dann würde ich sagen, heißen wir ihn doch mal willkommen. Da ist er. Angekommen, frisch aus Deutschland. Servus. Tim. Das allererste Community-Mitglied, das mich hier in der Halle besucht, deswegen die Kerze mit der 1. So, hallo liebe Community, Grüße vom Außenstandort hier in der Schweiz. Das ist der Tim, mein allererster Community-Besuch hier in der neuen Halle. Ihr seht schon, Sam ist auch dabei, der passt auf, dass der Tim hier keinen Blödsinn macht. Und ich wollte eigentlich die Gelegenheit nutzen, euch den Tim und das, was wir die nächsten Tage machen, ein bisschen genauer vorzustellen. So, Tim, ja. Ich würde vorschlagen, du erzählst mal ein bisschen was über dich, wer du bist, von wo du kommst, wie deine Anfahrt hierher war und vielleicht auch ein bisschen was zu dem Auto und wieso du dich bei mir gemeldet hast. Dann. Ja, klar, gern. Und zwar, ich bin der Tim Metzger, ich bin 25 Jahre alt, komme vom schönen Baden, in Baden-Württemberg. Das heißt, wie lange hast du jetzt gebraucht hierher? Ich habe gebraucht 2 Stunden, ziemlich genau, ein bisschen mehr. Sehr gut. Ging relativ flott. Ich bin nicht über Basel gefahren, wie es Google Maps erst empfohlen hat, sondern quer feldein sozusagen über die A4 und A1 dann. Und über Schaffhausen dann. Über Schaffhausen. Genau. Dann. Also Tipp an euch, das ist der richtige Weg, das ist der schnellere Weg. Je nachdem aus welcher Richtung, klar. Wie lange bist du jetzt schon in der Xaron FR Community dabei? Oh, das kann ich gar nicht so genau sagen. Wie lange ich jetzt genau beim Xaron dabei bin? Ich glaube so 1,5, 2 Jahre in etwa. In der Facebook-Community in etwa gleich lang. Also es hat sich so mit dem Klick abonnieren bei YouTube in etwa genauso wie auf Anfrage beitreten bei Facebook so ergeben. Was gefällt dir besonders an der Community und was gefällt dir ein bisschen weniger? Schwierige Frage, nie so wirklich drüber nachgedacht. Prinzipiell nutzt die Suchfunktion Sam. Der Hund. Der ja, Hund. Ja. Genau, nein. Klar, also ich bin auch so ein bisschen Betreiber von einer Facebook-Seite, C-Klasse 204er. Da merkt man halt teilweise schon, die Leute sind ein bisschen fauler, was so die Suche angeht, was ich so die... Also sie sind zwar interessiert, aber nur indem sie die Frage stellen und sofort die Antwort direkt drauf haben wollen, aber sie geben sich nicht selber unbedingt in das Thema rein. Das ist so ein bisschen, aber wie bei jedem Livestream auch angesprochen wird, das ist halt einfach so. Das ist so. Was ich cool finde, ja, halt, dass es so ungezwungen ist zwischen euch zwei überhaupt oder generell, dass man Wünsche und Anregungen äußern kann und darf, dass teilweise je nachdem eben wie der Zeitplan läuft oder wie was kommt, halt auch eingegangen wird. Und wenn man eben Fragen hat oder sonst was, dann kann man sich bei euch melden und kriegt nur spätestens innerhalb von einer Woche eine Nachricht und so. Wir versuchen es schneller. Ja, in der Regel ist es innerhalb von einem Tag, aber es kann wahrscheinlich auch mal bis zu einer Woche gehen. Genau. Ja, und einfach die Zeit, wenn es auch online ist quasi, mit Leuten zu verbringen, die soweit das gleiche Hobby leben, wenn man ein Problem hat, dass einen da geschwind an geholfen wird oder auch andersrum, wenn man jetzt beispielsweise weiß jemand, wie man eine Verkleidung da und da ausbaut, mir ist der Apfelsaft dahinter gelaufen, da kann man sagen, ja, hier, so und so. Ja, einfach das Miteinander, auch wenn es online ist. Dein Auto? Mein Fahrzeug. Was kannst du uns darüber erzählen? Das ist ein VW Touran aus Baujahr 2003, hat mittlerweile über 330.000 Kilometer runter. Wahnsinn. 1,9er Diesel, noch der gute alte sozusagen. Da bin ich raus, Leute. Genau, den habe ich von meinem Schwiegervater übernommen, ist für mich als Saisonfahrzeug angemeldet, soll mich eigentlich hauptsächlich nach Österreich bringen zum Skifahren, was er am Ende dieser Woche auch noch tun wird und wieder heile zurück, so hoffe ich.
Und du hast ja ein völlig durchgeknalltes, also du hast mir Bilder geschickt, ein völlig durchgeknalltes Projekt gestartet im Innenraum von dem Fahrzeug. Erzähl uns da mal ein bisschen, was du da gemacht hast. Also als ich die Bilder gesehen habe, ich war so... Also ich habe die Historie mal nachvollzogen. Bei 30.000, 40.000 Kilometern hat mein Schwiegervater den damals gekauft. Und er war dann Familienwagen. Er war Raucher, er hat im Fahrzeug geraucht, exzessiv, mit geschlossenem Fenster oder auch nicht. Aschenbecher war übergequollen. Er hat gedreht, also er hat seine Zigaretten gedreht. Er war mein Zimmermann, immer in Arbeitskleidung. Also teilweise, wenn ich mal das Auto mitgenommen habe zum Skifahren gehen, dann habe ich es erstmal ausgesaugt und habe dann 3 Kilo noch Schrauben rausgeholt. Genau, dementsprechend wollte ich, auch wenn es ein Auto zum Versauen ist, prinzipiell, wollte ich ihn erstmal komplett zerlegen, komplett reinigen, weil meine Freundin, die hasst beispielsweise auch, wenn das Auto noch Rauch riecht. Damit ihr das wisst, komplett zerlegen, das ist wörtlich zu nehmen. Also wir blenden euch ein paar Bilder ein, die der Tim gemacht hat von der Aktion, aber es waren nicht nur die Sitze draußen, es war auch sämtliche Verkleidungen waren draußen, es lagen nur noch die Kabel eigentlich. Es war komplett draußen, bis auf das Armaturenbrett, also Handschuhfach, die untere Mittelkonsole und so weiter, das war alles draußen, das war mir dann egal. Und ich nehme an, das Airbag-Modul auch, weil sonst wärst du wahrscheinlich jetzt nicht mehr hier und hättest dich selber weggesprengt. Ich habe einen Airbag-Schein, zum Glück. Also ich bin Kfz-Meister seit Mitte des Jahres. Gott sei Dank. Und genau, also ich kann und darf das auch. Das sind mir auch immer 2 Paar Schuhe. Genau, nee, es war komplett alles draußen. Der Himmel... Komplett alles eigentlich. Okay. Jegliche Verkleidung. Okay. Man muss dazu sagen, das Fahrzeug, wie gesagt, 2003 Baujahr, da sind manche Verkleidungen nicht mehr ganz so stabil, da brechen manche Clips ab, aber solange es zum Ende hin hält, war das mir egal. Also, das heißt, du hast den kompletten Innenraum zerlegt, alles gereinigt, neu gedämmt und alles wieder eingebaut. Also neu gedämmt eben teils, teils. Ich habe jede Verkleidung, sofern sie jetzt nicht aus Stoff war, von vorne und von hinten gereinigt, alles mit... Velletro Classic Carpet Cleaner und mit Greenstar, jeweils teilweise ein Eimer oder eine Sprühflasche mit Pinsel, mit Lappen. Du hast Stoff und Kunststoff im größten Sinn, im weitesten Sinn, oder? Genau, nichts anderes. Ja. Also mittlerweile habe ich noch ein Lederlenkrad eingebaut, aber das müssen wir erst neu beziehen, das kommt vielleicht mal noch. Nur ein bisschen für den Fahrkomfort. Aber ansonsten war ich insgesamt immer nach der Arbeit dran, am Wochenende, teilweise auch bis um 1 Uhr nachts im Keller, wenn ich leise sein konnte, weil die Nachbarn, also wir sind im Mehrfamilienhaus, kann man nicht ganz so laut sein, nicht ganz so lang. Aber insgesamt war ich in etwa 3 Wochen dran. Aber immer nur abends, wie gesagt. Wahnsinn. Immer nur abends, nach dem Hund rausgehen, mit der Freundin essen und so weiter. Also sehr Leben spannend. Hat man trotzdem noch, aber sonst nur im Keller. Gut, also und dann hast du dich ja bei mir gemeldet, als du warst einer derjenigen, die schon ein bisschen früher erraten haben, was Project X hier ist. Genau. Und dann hast du gesagt, jetzt habe ich den Innenraum wunderschön gemacht, aber die Außenhaut sieht noch nicht ganz so schön aus. Richtig. Und ob wir da mal bei dir ein bisschen was in Richtung Reinigung und dann vor allem, deswegen steht das Teil hier, polieren machen können. Richtig. Und gemeldet habe ich mich bei dir ja schon, bevor du mal den Aufruf, die Frage bei Facebook hattest, ob jemand weiß, wo es eine Halle gibt oder so, dachte ich mir, der Sebastian, der Andreas natürlich, der, das ist eine schlechte Verwechslung. Der hat nur Mattlackfahrzeug, also zumindest sieht man nur ein Mattlackfahrzeug, der redet hauptsächlich darüber und ab und zu mal eine Haube polieren, da dachte ich mir, ich bin jetzt... Hab auch schon ein bisschen poliert, aber jetzt noch nicht so oft und so viel. Und der Andreas, der möchte ja bestimmt auch noch mal ein bisschen Erfahrung sammeln. Da dachte ich, ich habe da eigentlich ein cooles Projektauto, wo man mal ringsrum alle möglichen Beschädigungen hat. Dellen, war auch Hundefahrzeug, also sprich die Ladekante hinter ist eigentlich komplett matt. Fahrzeug wurde schon nachlackiert, hat Unfallschäden gehabt, aber genau. Und da dachte ich, ich frage einfach mal den Andreas, ob er da Bock zu hätte, dass er auch was für ihn. Eine Bereicherung und so kam das dann peu à peu und genau, jetzt stehen wir hier in Project X und mal sehen, was die Tage bringen. Sehr schön. Also Farbe ist Uniblau, Metallicblau? Farbe, ich habe die Farbe nicht mehr ganz genau im Kopf, es müsste Uniblau sein, aber auch mit Klarlack, soweit ich weiß. Okay, gut. 330.000 Kilometer hast du gesagt? Richtig. Bei der Motorhaube sieht man es sehr, sehr schön, die ist schon ziemlich ermattet.
Das heißt, da werden wir ordentlich zu tun haben und viel zu tun haben. Und was wir uns überlegt haben vorher kurz ist, wir machen wahrscheinlich 3-4 Videos aus dem Ganzen. Heute werden wir das Fahrzeug mal richtig, richtig gründlich waschen, dekontaminieren. Das heißt, unseren Flugrost, Teer, Kleberückstände hast du noch drauf, habe ich gesehen, von den Modellbezeichnungen, Schriftzügen. Und dann auch noch kneten, das wird das erste Video sein. Danach werden wir wahrscheinlich direkt dann morgen mit dem Polieren starten. Da gibt es wahrscheinlich 2-3 spannende Videos. Und dann am Ende hast du dich ja schon darauf gefreut, dass wir ein schönes Wachs da drauf machen, dass sich die Arbeit dann auch ein bisschen gelohnt hat. Da suchen wir uns dann zusammen ein schönes Wachs aus. Das darfst du auch selber aussuchen. Ich versuche dich ein bisschen anzuleiten. Und dann wären wir hoffentlich fertig, dass du dann in aller Ruhe in den Winterurlaub starten kannst. Das wäre cool, ja. Und definitiv Updates dann zur Standzeit von Wachs. Klar, muss dann sein. Also ich muss dazu sagen, als ich Andreas die Bilder geschickt habe vom Innenraum und vom ganzen Zustand und so weiter und wir uns dann so weit abgesprochen haben, dass wir die Karre polieren, dann kam nur, der muss glänzen wie eine Speckschwarte und da kommt ein absolutes Premium-Wachs drauf. Ja. Und ja, werden wir mal sehen. Genau. Cool, also ihr wisst jetzt ein bisschen, wer Tim ist, was er gemacht hat, was wir für ein Projekt jetzt vor uns haben und dann würde ich sagen, wir sehen uns in den nächsten Tagen mit den ersten Videos wieder. So, der Tim hat mir ein paar Geschenke mitgebracht, das finde ich unglaublich nett, weil er hat sich da wirklich ein paar Sachen einfallen lassen. Das hier, das ist kein Wachs, aber eine, Tim, was hast du gesagt? Kohleseife? Eine basische Seife. Basische Seife. Schwarz mit Black Mamba draufgeschrieben. Unglaublich schöne Geste mit Teebaumölgeruch. Weil er weiß, dass ich so eine Schnüffelnase bin. Deswegen wunderschönes Geschenk. Tim, danke nochmal. Kein Problem.